Herzlich willkommen zur Videoreihe Forderungsabschreibung und heute zum Videoteil 4, nämlich die Pauschalwertberichtigung bei zweifelhaften Forderungen. Das Forderungsthema ist für Ihre Abschlussprüfung bei den Steuerfachangestellten in Rechnungswesen ein sehr wichtiges Thema, häufig im Fall bis zu 10 Punkte oder manchmal auch ein kleiner Tick mehr oder halt ein bisschen weniger auf das Thema Forderungsabschreibung. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie sich diesem Thema widmen, um diese Punkte einzusacken. Nachdem wir uns im ersten Video ganz allgemein mit der Theorie beschäftigt hatten, nach HGB und nach ESTG für die Handels- und Steuerbilanz, habe ich in Teil 2 die konkrete Buchung vorgenommen mit SKR 04, wie Sie den Kontenplan in der Abschlussprüfung kriegen, für den Insolvenzfall. Im letzten Video haben wir das konkret gemacht für die Einzelwertberichtigung. Heute ist die Pauschalwertberichtigung dran. Und da gehen wir jetzt mal kurz rein. Der Ausgangsfall ist klar, wir haben nach wie vor den Stefan Schach, für den wir zu buchen hatten. Bei A hatten wir schon eine Forderungsabschreibung vorgenommen im Insolvenzfall, weil uneinbringlich. Im Fall B hatten wir eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Und jetzt kommt die C-Variante dran. Da ist in dem Zusammenhang wichtig, wir haben insgesamt einen Bestand an Forderungen von 129.000 Euro. So. Hier geht es jetzt um eine Forderung aus Lieferung und Leistung gegenüber der wir haben einmal hier eine Forderung aus Lieferung und Leistung gegenüber der Stadt Hannover in Höhe von 1190 Euro. Wir haben noch eine umsatzsteuerfreie Forderung aus Lieferung und Leistung in Höhe von 10.000 Euro, weil eine Ausfuhrlieferung vorliegt, das ist gleich wichtig. Und nach den bisherigen Erfahrungen der Vergangenheit ist bei Stefan Schach mit einem Forderungsausfall von 2% zu rechnen. Dieser Prozentsatz wird auch von der Finanzverwaltung anerkannt. Also, wir wissen ja, das hatte ich im Theorievideo gemacht, 252 1 Nummer 3 HGB sagt ja eigentlich, Grundsatz ordnungsgemäßer Buchführung ist die Einzelwertberichtigung. Die Pauschalwertberichtigung bei Forderung ist im Grunde eine Ausnahme davon, dass es zulässig ist. Die Finanzverwaltung erkennt ohne Nachweis im Allgemeinen 1% an. Falls aber im Einzelfall aufgrund der Branche und bestimmter Besonderheiten, die man aus der Historie des Unternehmens nachweisen kann, ein höherer Prozentsatz relevant ist, dann ist der zu nehmen. Und wenn in Ihren Klausuren steht, wie hier, 2%, dann akzeptieren Sie das bitte und sagen nicht, nein, das ist nur 1%. Gehen Sie davon aus, alle Dinge sind nachgewiesen. So, und wir nehmen dann eine Pauschalwertberichtigung von 2% vor. Dieser Prozentsatz ist nicht zu beanstanden. Das steht hier ja auch nochmal extra. Zum 1.1. befindet sich übrigens auf dem Konto SKR 04 Pauschalwertberichtigung zu Forderung ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro bzw. Variante B 2.200 Euro. Dieses Konto Pauschalwertberichtigung zu Forderung, kleiner Hinweis, das was wir bei der Einzelwertberichtigung hatten, da hatten wir ja so ein Korrekturkonto in der 1er Kontenklasse, EWB zu Forderung, das gibt es auch im Grunde bei den zweifelhaften Forderungen, das ist dieses Konto PWB zu Forderung, was auch wie ein Passivkonto verbucht wird, obwohl es, also wenn das im Haben steht, erhöht es sich und wenn es im Soll steht im Buchungssatz, verringert es sich. Die Konten, die wir jetzt brauchen für die Pauschalwertberichtigung, ist einmal das Konto 1248 Pauschalwertberichtigung zur Forderung. Wir brauchen das Konto 6920 Einstellung in EWB, Pauschalwertberichtigung zur Forderung. Und dann später noch das Konto 4920 Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung zur Forderung. Wann wir die gebrauchen, kommt gleich. Zunächst erstmal ist jetzt erstmal eine aufwendige Berechnung zu machen. Und diese Berechnung machen Sie bitte, weil die Berechnung wird bepunktet. Der Buchungssatz macht nur einen kleinen Teil aus. Im Grunde jeder Berechnungsschritt kann zum Beispiel einen halben Punkt ausmachen. Wir hatten ja einen Forderungsbestand ausgehend von 129.000 Euro. Zunächst sind erstmal einige Dinge herauszurechnen. Punkt 1, der herauszurechnen ist, die uneinbringliche Forderung aus A. Weil die haben wir ja bereits korrigiert. Wenn wir die jetzt hier nochmal mit reinnehmen würden, würden wir ja die doppelt berücksichtigen. Dann rechnen wir raus die einzelwertberichtigte Forderung aus B, weil das wäre auch ansonsten eine Doppelberücksichtigung. Was wir auch herausrechnen, ist die Forderung gegenüber der Stadt Hannover. Warum rechnen wir die raus? Wenn Sie Forderungen haben, wo man sagt, dass man das Geld 100% sicher kriegt,
dann haben die in der Pauschalwertberechnung nichts zu suchen. Deswegen rechnen wir die raus. Das sind Forderungen gegenüber Bund, Länder, Gemeinden, also gegenüber dem Staat. Weil man sagt, das Geld vom Staat hat man sicher. Wenn der Staat eine Sache mit einer Bürgschaft hinterlegt, dann gilt das auch als 100% sicher, weil wenn die Forderung ausfällt, kriege ich das Geld vom Staat. Solche Forderungen bitte auch rausrechnen, die 100% safe sind. Deswegen minus 1.990. Dann haben wir noch eine Forderung, die umsatzsteuerfrei ist. Die müssen wir auch zunächst herausrechnen. Warum? Weil genau wie wir das im letzten Video hatten bei der Einzelwertberichtigung, bei der Pauschalwertberichtigung keine Korrektur der Umsatzsteuer ausgeführt werden darf. Pauschalwertberichtigung ist nicht gleichzusetzen mit Uneinbringlichkeit. 17.2 Nummer 1 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes hat ja vorgeschrieben, dass die Umsatzsteuerberichtigung nur im Falle der Uneinbringlichkeit erlaubt ist. Und die haben wir halt nicht. Und deswegen rechnen wir erstmal die umsatzsteuerfreien Forderungen raus, weil wir ja gleich vom Brutto auf Netto runterrechnen müssen, um sie anschließend wieder hinzuzurechnen. Wenn wir diese Größen abgezogen haben, bleiben brutto 115.430 Euro über. Jetzt rechnen wir die Umsatzsteuer raus und es bleiben 97.000 Euro. Und jetzt können wir die Forderung aus Lieferung Leistung, aus der Ausfuhrlieferung, die umsatzsteuerfrei ist, wieder hinzurechnen. Weil die sollen wir ja auch korrigieren. Die hatten wir ja nur herausgerechnet, weil die ohne Umsatzsteuer war. So, und von diesem Ergebnis 107.000 Euro, das ist die Grundlage, wovon wir 2% nehmen. Führen Sie diese Rechnung bitte auch in Einzelschritten aus. Machen Sie sich Folgendes klar. Jeder Schritt ein halber Punkt, wenn das eine Klausur wäre. Halber Punkt. Dann halber Punkt. Nächster Rechenschritt, halber Punkt, dass Sie den darstellen. Nächster Rechenschritt, halber Punkt, dass wir die Umsatzsteuer rausrechnen, halber Punkt. So könnte das bewertet werden. Dann, dass wir die 10.000 wieder hinzurechnen, halber Punkt. Dass wir jetzt auf diese Grundlage die 2% anwenden, halber Punkt. Und dann bleiben ja 2.140 Euro über. Die Punkte können natürlich auch anders verteilt werden, aber Sie sollen einfach sehen, dass der Weg bepunktet wird in Abschlussprüfungen, nicht das Ergebnis. Das ist vor allem für Sie als Praktiker wichtig, die immer so ergebnisfixiert wird. In Steuerklausuren wird der Weg bepunktet und belohnt, nicht das Ergebnis. Und jetzt wissen wir, zum Jahresende sollen auf dem Korrekturkonto Pauschalwertberichtigung zu Forderungen, das Konto 1248, da sollen 12.140 Euro raufkommen. Und jetzt müssen wir gucken, wie viel war denn bisher auf diesem Konto drauf? Und da hatten wir doch zwei Szenarien. Im Szenario A war es doch so, dass auf dem Konto 2.000 Euro sind. Wenn vorher auf diesem Korrekturkonto Pauschalwertberichtigung zu Forderung 2.000 Euro waren, und nun auf dieses Konto 2.200 Euro sollen, dann müssen wir doch dieses Konto um genau 140 Euro aufstocken. Und ich hatte ja gesagt, dieses Korrekturkonto 1248 wird gebucht wie ein Passivkonto. Wenn es um 140 Euro aufgestockt werden soll, muss ich doch dieses Konto ins Haben schreiben. Deswegen an 1248 Pauschalwertberichtigung zur Forderung. 140. Im Soll buche ich jetzt einen Aufwand ein. Und das war das Konto 6920, Einstellung PWB zur Forderung 140 Euro, Gewinnauswirkung minus 140. Das ist das Szenario A. Szenario 2, was wäre, wenn auf dem Konto Pauschalwertberichtigung zur Forderung nicht 2.000 stehen, sondern 2.200 Euro? Dann sollen doch jetzt 2.140 Euro draufkommen. Das heißt, wir müssen dieses Konto um 60 Euro abbauen, um dann den neuen Kontostand einzustellen. Das heißt, wenn wir dieses Konto Pauschalwertberichtigung zur Forderung in der Variante B mindern, dann muss doch dieses Konto Pauschalwertberichtigung zur Forderung im Soll stehen.
Dann haben wir die Lücke im Haben. Und jetzt müssen wir ein Erfolgskonto suchen, um eine Gewinnerhöhung einzubuchen. Das ist ja ein Ertrag. Und da kommt jetzt das Konto 4920 Erträge aus der Auflösung PWB zu Forderung. Gewinnauswirkung plus 60 Euro, weil Kontenklasse 4 bis 7 im Haben steht. Und damit haben wir die zwei Varianten, dass wir dieses Konto Pauschalwertberichtigung abbauen oder da was raufpacken müssen, über das Szenario A und B mit Ihnen thematisiert. So kann man das einbuchen. Das wäre mein Vorschlag, dass Sie so vorgehen. Und nochmal ganz kurz zusammenfassend. Immer wenn Sie eine Pauschalwertberichtigung zu machen haben, denken Sie an das Rechenwerk. Jeden Schritt, den Sie dort machen, der wird bepunktet, das wird belohnt, da lohnt sich der Aufwand. So ein letzter Buchungssatz selbst, der macht doch höchstens nur einen Punkt aus. Ne? Und die ganze Vorarbeit, die Sie hier leisten, die wird bepunktet. Und dieser Step, dass man hier das eine vom anderen abzieht, egal ob bei A oder B, um die Differenz zu ermitteln, das wäre nochmal einen halben Punkt wert. Und wenn man das jetzt so bepunkten würde, wie ich es hier gemacht hätte, dann hätte man beispielsweise 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte, 3,5, 4 Punkte. Dann würde dieses ganze Ding 5 Punkte ausmachen von 100. Das ist eine Menge. Und deswegen gucken Sie sich das nochmal an. Mein Appell, gucken Sie sich vor der Abschlussprüfung nochmal an. Einzelwertberichtigung, Uneinbringlichkeit, wie man es bucht. Und dann nochmal dieses Video, um das wirklich zu verinnerlichen und zu üben. Weil es drankommt. Das ist einer der wichtigen Dinge, die Sie im Rechnungswesen vorbereiten müssen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei der Abschlussprüfung.